Wunderbar, herzlich willkommen zum heutigen Web-Talk von Gaban e.V. Ich bin jetzt heute ohne Kamera unterwegs, Sie sehen mich aber als Frozen Picture, Hans-Peter Reiter, heute moderierend. Da ich technische Probleme habe, bin ich jetzt per Telefon mit unserem heutigen Präsentator verbunden, Herrn Belloff, der sich nachher gleich vorstellen wird. Sie sehen ihn bereits über die Kamera und sollten ihn auch hören, gehen Sie ruhig kurz in den Chat ein, ob das auch funktioniert. Heften, aha, es schreibt schon jemand. Also, der Web-Talk heute ist, wie Sie das gewohnt sind, von Ihrem Gaban e.V. Ich habe gesehen aus den Anmeldungen, dass sehr viele Teilnehmer von heute durchaus bereits Gabanisten sind. Für die aber noch zur Erinnerung, was sind die Vorteile? Sie sehen es hier nochmal kurz zusammengefasst. Mit 6 Monate Schnuppermitgliedschaft kostet nichts, bringt fast alles. Also einfach mal testen, um kennenzulernen, was alles möglich ist. Übrigens auch, wenn das mal vorbei sein wird mit Covid-19, natürlich auch wieder mit persönlichen Treffen, zum Beispiel in den Regionalgruppen, was momentan schwierig ist. Generell ist die Politik, die Strategie Gaban e.V. für Sie, die ganzen Themen der digitalen Weiterbildung zu entwickeln. Dazu gehören schon seit etwa 2 Jahren, 2,5 Jahren die Gaban Web Talk. Das heißt, anders als bei einem normalen Webinar, gibt hier immer noch einen Talkmaster dazu, der normalerweise auch über Kamera und über Mikro verbunden ist, wenn die Technik funktioniert, sodass sich das alles ein bisschen dialogisch entwickelt. Ja, gerade in Zeiten wie diesen ist das sehr wichtig und dringend. Ich hätte Sie gebeten, auf Kommentare zu verzichten, wenn Sie mich über Kamera sehen können, denn weil auch Friseure dicht haben, haben meine Frau und ich gestern das mal im Eigenregie versucht mit meinem Bartschneider. Das Ergebnis ehrt meine Frau und ihre Mühen. Und ich hoffe aber trotzdem, dass wir bald wieder und wir sind jetzt schon sehr gespannt, was Sie uns heute mitgebracht haben. Und beide ein ja das Stichwort Dialog. Ich nenne mich Dialog-Profi, weil ich alles rund um Kommunikation betreibe, Marketing-Themen, Marketing-Kommunikation. Und Sie haben als Thema mehr Mut zum Dialog. Vielleicht auch gerade in Zeiten wie diesen. Thema Corona lässt sich nachher nochmal aufgreifen. Herzlich willkommen, Andreas Belloff. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute für uns da sind. Und jetzt sagen wir einfach mal ein paar Tönchen zu sich, oder? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und vielen Dank für diese Plattform hier, auch wenn wir heute Morgen etwas mit technischen Problemen zu kämpfen hatten, aber so denke ich, haben wir es jetzt doch ganz gut hinbekommen. Ja. Wir sind ja flexibel und die aktuellen Zeiten lehren uns ja auch, dass es extrem sinnvoll ist, schnell auf sich Situationen einstellen zu können, die vielleicht ungewohnt sind, und das haben wir auch heute Morgen wieder super hingekriegt. Also erstmal vielen Dank für die unkonventionelle Lösung, die sich da jetzt dann doch schnell abgezeichnet hat. Wir haben, als wir diesen Termin hier ausgemacht haben, das war lange vor der aktuellen Situation, da haben wir nicht damit gerechnet, dass wir so Begleiterscheinungen thematisch haben. Wir werden vielleicht am Ende da kurz drauf eingehen. Der Vortrag selber ist eigentlich nicht so sehr ausgelegt auf das, was uns gerade aktuell doch überwiegend umtreibt. Aber, okay. Aber er spielt natürlich uns ein Stück weit in die Karten, weil ich glaube tatsächlich, wir sehen gerade jetzt, auch gerade in der Gesellschaft, dass der Dialog eines der wichtigsten Schlüsselelemente ist, um mit der aktuellen Situation auch da umzugehen. Und man sieht auch da die Defizite, die uns in der Kommunikation miteinander immer wieder begegnen. Und das ist ja nicht nur in der Gesellschaft so. Das sehen wir halt leider in den Unternehmen auch sehr häufig. Ganz kurz ein paar Worte zu mir, wer mich nicht kennt. Also ich bin komme eigentlich aus dem klassischen Management. Ich habe ganz ursprünglich mal was ganz Handwerkliches gelernt, nämlich Feinmechaniker, habe dann ein Feinwerktechnikstudium gemacht, war in vielen verschiedenen Unternehmen relativ schnell in Führungspositionen, schon in jungen Jahren auch unterwegs, war schon im Prinzip sehr früh mit Personalverantwortung für viele Leute ausgestattet, habe viel in international agierenden Unternehmen arbeiten dürfen
und habe viele verschiedene Branchen kennengelernt. War viel im Ausland, in USA, in Afrika, in Asien, habe damit auch viele andere Kulturen kennengelernt und habe auch die schätzen gelernt. Da gibt es viele, viele gute Dinge, die man diesen Kulturen entnehmen kann. Und damit habe ich mich auch sehr intensiv beschäftigt. Und das fließt auch heute viel in meine Arbeit ein. Aktuell arbeite ich als zertifizierter Berater für Führungs- und Kommunikationsthemen, speziell im Mittelstand. Und unterstütze dabei Unternehmen, schon vor Corona auch durch Krisensituationen, aber halt maßgeblich auch durch Veränderungsprozesse. Veränderungen haben wir ja eigentlich im Unternehmen immer irgendwie, weil wir uns immer wieder den aktuellen Situationen anpassen dürfen. Und da sind halt immer Veränderungen notwendig. Und diese Veränderungen bedürfen auch im Unternehmen und gerade im Unternehmen halt einer guten Kommunikation, damit eben nicht so viel Energie in dem, wie ich das nenne, schwarzen Loch der Kommunikation versanden. Ja, und da ist ja eine Menge Energie drin in schwarzen Löchern. Ne? Deswegen ist ja auch sinnvoll, diese Energie auch zu nutzen. Und Sie haben schon angedeutet, Herr Bellof, Kommunikation, Dialog hat eben durchaus auch mit Interkulturellem zu tun. Interkulturell durchaus auch innerhalb eines Unternehmens und dergleichen mehr. Und natürlich je nach Situation auch neben dem Verbalen mit dem Nonverbalen. Das können heute nur Sie bieten, ein bisschen über die Kamera. Ich muss mich da nun zurückhalten. Interessant wird für Sie ja wahrscheinlich sein, wie sind denn die Teilnehmer aufgestellt? Sind das primär Trainer, Coaches, Berater oder sind auch wirklich Führungskräfte dabei? Sollen wir gerade mal auffordern, vielleicht einfach einen Buchstaben in den Chat zu schreiben, also T für Trainer, T für Coach, B für Berater oder auch mehrere natürlich und FK für Führungskraft? Genau, das ist eine sehr gute Idee. Dann bekommen wir mal ein bisschen ein Gefühl dafür, was wir hier eigentlich alles so an Teilnehmern haben. Und das sieht ja schon sehr bunt gemischt aus. Trainer, Coaches, Führungskraft, Trainer und Coach, Trainer und Berater, Trainer, Berater, Coach, alles dabei. Führungskraft und Coach, auch eine interessante Kombination. Und reine Führungskraft, aber nur unsere Vorständin Gabal e.V. und Leiterin der Bundesgeschäftsstelle Erna Schäfer. Ne? Ja, schön. Also eine bunte Mischung an Personen hier. Und ja. Vielen Dank an die Runde. Mhm. Vielen Dank, dass bei dem schönen Wetter sich alle doch vor den Bildschirm setzen. Ja? Normalerweise könnte man ja auch erwarten, dass der oder andere sagt, okay, die Sonne scheint wieder so schön. Das haben wir ja eigentlich jetzt schon fast 3 Wochen, kann man sagen, scheint ununterbrochen die Sonne. Und ich werde auch jede freie Minute habe ich mein Office ins Freie verlegt. Sie bleiben jetzt hier. Ich hatte schon heute Morgen mit dem Gedanken gespielt, weil hier wieder stahlblauer Himmel ist, ob wir den Chat nicht tatsächlich aus der Sonneninsel machen. Da habe ich mir so einen sehr gemütlichen Arbeitsplatz eingerichtet. Da kann man übrigens auch Videochats machen. Das geht prima. Aber ich habe mir dann überlegt, das Vögelgezwitscher ist vielleicht dann doch nicht ganz so. Das ist dann das sogenannte Out-of-Home-Office. Ne? Genau. Ja. Okay, ja, dann mal Tau. Gut, also schauen wir mal, was ich mitgebracht habe. Mein Thema, mein Titel für heute war ja mehr Mut zum Dialog, weil ich glaube, ein echter Dialog erfordert insbesondere von Führungskräften auch Mut. Mut deshalb, weil die Führungskraft eben sich öffnen darf im Dialog, mal die Meinung des Mitarbeiters einfach erstmal aufzunehmen, erstmal hinzuhören, was der Mitarbeiter sagt, versuchen herauszufinden, wie der sich gerade fühlt, was den gerade bewegt und warum er gerade Dinge so formuliert, wie er sie formuliert. Und dann kann man zu einem offenen Dialog kommen. Und das ist eine Eigenschaft und auch eine Qualität von Führungskräften, die ich in ganz vielen Beratungssituationen leider immer noch vermisse. Also das wird besser, man kann das über die Zeit beobachten, es wird besser, aber ich vermisse noch in ganz, ganz vielen die Dinge mal aus der Perspektive des Mitarbeiters zu beleuchten und nicht immer nur zu versuchen, wie man so sagt, zu führen im Sinne von, ich gebe mal die Richtung vor und die anderen müssen wir mal ein bisschen einfach nur folgen. Da sind wir in einer Situation, wo viele das schon sehr gut machen, aber einige
dürften da noch, haben da noch Potenzial oder Luft nach oben. Weil wenn, Im Grunde genommen betrifft das ja jeden, in welcher Rolle auch immer. Ne? Das ist ja immer die Führungssituation. Und was ich bei meinen Begleitungen erlebe, ist natürlich auch das Thema, wie nehme ich denn mal die Perspektive des Kunden ein, wenn ich mit Kunden, Klienten oder wem auch immer kommuniziere. Also egal, in welcher Kommunikationssituation, gilt eigentlich immer, oder? Ja, das gilt immer und das gilt ja auch nicht nur für die Führungskraft mit den Mitarbeitern oder umgedreht. Das gilt im Team, sagen wir mal, auf gleicher Ebene und das gilt aber insbesondere natürlich auch und alles, was wir da mit zum Thema Kommunikation halt eben an Themen finden, das gilt ja auch im ganz normalen, sage ich jetzt mal, gesellschaftlichen Leben, das gilt in der Familie überall. Also die Gesetzmäßigkeiten von Kommunikation sind ja überall die gleichen. Ja. Ja, wir können mal vielleicht eine Folie weiterblättern. Jawohl. So, und ich habe mal kurz zusammengefasst, was jetzt doch ein bisschen auch vielleicht unter dem Blick der aktuellen Situation jetzt die aktuellen Herausforderungen für Unternehmen sind, damit eben dieses gemeinsam einfach mehr erreichen nicht nur ein Slogan bleibt, sondern tatsächlich auch gelebt werden kann. Und die aktuellen Herausforderungen für Unternehmen waren schon vor der Corona-Krise durch die vielen Veränderungen, die wir durch Digitalisierung, Globalisierung, Veränderungen der Generationen und so weiter haben, eben, dass ein radikaler Wandel an vielen Stellen einfach stattfindet, dass sich viele Dinge grundlegend einfach verändern in den Wertvorstellungen der Mitarbeiter. Das fängt über die Generationen schon an, dass, sagen wir mal, derjenige, der heute kurz vor dem Ausstieg ist und vor der Rente steht, dass der natürlich ganz andere Wertvorstellungen an vielen Stellen hat, wie diejenigen Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen reinkommen. Und die neuen Mitarbeiter, die auch in ein Unternehmen reinkommen, bringen natürlich, sagen wir mal, auch ihre Sicht auf die Dinge, ihre Wahrnehmung, ihre Sicht auf die Welt, ihre Wirklichkeit mit. Und das verändert natürlich auch Unternehmen im Kern und in der Kultur. Und das gilt es eben zu gestalten und ins Positive immer zu bringen. Und ja, immer wahrzunehmen, um das dann zu nutzen quasi, ne? Genau. Und da ist eben auch wieder dieser Mut gefragt, mit den neuen Ideen einfach auch in den Dialog zu gehen und das wirklich offen zu besprechen, zu schauen, wo sind eigentlich so die Befindlichkeiten, wo sind Emotionen, wo sind Gefühle, wie kann ich darauf eingehen? Und das alles mit einzubauen, auch in die Unternehmenskultur. Und das funktioniert eben über eine gute Kommunikation, eine offene Kommunikation, eine regelmäßige Kommunikation mit den Mitarbeitern besser, wenn sie im Dialog stattfindet. Mit anderen Worten, dass man nicht nur sendet, sondern auch zulässt, dass man empfängt. Wir haben ja neben diesen Veränderungen, die von außen kommen und die von innen durch Generationsveränderungen kommen, natürlich auch die Situation, dass in vielen Unternehmen jetzt die Formen der Zusammenarbeit sich ja verändern. Das nimmt jetzt mal mehr an Fahrt auf durch die Thematik der Corona-Krise, durch die Tatsache, dass viele Leute jetzt im Homeoffice arbeiten, passieren ganz viele Dinge viel schneller, als wir uns das vielleicht vor 3-4 Monaten noch vorgestellt haben. Das ist auf der einen Seite eine, würde ich sagen, für die Digitalisierung sehr positive Entwicklung. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt die Herausforderung, das so zu gestalten, dass auch da Kommunikation vernünftig regelmäßig stattfindet, insbesondere dann, wenn Personen sich halt nicht mehr so häufig sehen wie vorher. Und auch diese Formen der Zusammenarbeit, einfach über Distanz zusammen im Team zu arbeiten, auch über Videokonferenzen, über Webinare, über Webtalks, wie auch immer, gemeinsam an Dokumenten digital zu arbeiten, ist natürlich eine andere Art der Zusammenarbeit und setzt andere Kommunikationsschwerpunkte auch voraus für erfolgreiches Zusammenarbeiten, als das vielleicht der Fall ist, wenn man im gleichen Raum sitzt und da andere Dinge wahrnimmt. Wir haben dieses Werteverständnis, habe ich schon kurz erwähnt, was eben auch unterschiedlich ist durch Generationen, aber nicht nur das, sondern auch durch unterschiedliche Kulturen, die in die Unternehmen reinströmen. Die gilt es halt eben alle zu integrieren und überall zu erkennen, welchen Wert bringt mir eigentlich diese Andersartigkeit ins Unternehmen. Und da ist sehr viel Positives rauszuziehen, wenn man das erkennt. Und auch das gelingt wieder super, wenn man diese
ganzen Themen im Dialog versucht zu verstehen und dann eben ins reale Leben, ins operative Leben, in die tägliche Arbeit einzubauen. Wahrnehmen und wertschätzen. Genau, also wir haben eben viel das Thema Wahrnehmung. Wir haben natürlich auch viel das Thema, ich behaupte ja auch, jeder lebt in seiner eigenen Welt, obwohl wir alle auf dem gleichen Planeten leben, weil wir uns natürlich unsere Welt ja ein bisschen durch das, was wir in der Vergangenheit erfahren haben, natürlich auch selber konstruieren in den Gedanken. Und das ist in der Kommunikation natürlich auch, spielt das eine wesentliche Rolle, weil wir sehen das jetzt auch in den öffentlichen Diskussionen. Man hört natürlich immer nur das und nimmt nur das wahr, was durch die persönlichen Wahrnehmungsfilter, die aufgrund von Erfahrungen und Einstellungen und Glaubenssätzen da sind, natürlich dann auch wirklich im Bewusstsein ankommen. Und da wird halt ganz viel weggefiltert. Mhm. Ja. Und dazu haben Sie dann ja einige Thesen formuliert, Herr Bellof. Genau. Ich wollte noch ganz kurz, und deswegen steht es auf dieser Folie auch in einer eigenen Farbe nochmal drin, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Gewicht auch in der Kommunikation hat, nämlich das Thema Vertrauen. Und das Thema Vertrauen, wir hatten in einer anderen Diskussion hier vor ein paar Tagen in einem anderen Web-Talk, und deswegen passt hier gut, baue ich das jetzt auch gerne ein, die Diskussion, bekommt man Vertrauen geschenkt oder muss man sich Vertrauen erarbeiten? Und das hat auch sehr, sehr viel mit Einstellung, aber auch sehr viel mit Kommunikation zu tun, weil ja alles Kommunikation ist. Also es geht ja nicht nur um das gesprochene Wort, es geht nicht nur um das geschriebene Wort, es geht nicht nur um Videobotschaften. Letztendlich ist alles, was wir tun, jede Handlung, die wir machen, ein Stück Kommunikation. Und sie sorgt eben dafür, wenn ich etwas tue oder wenn ich es nicht tue oder auch wie ich es tue, in welchem Umfeld ich es tue, mit welcher Einstellung, mit welchen Emotionen ich irgendwas mache, das sorgt im Prinzip immer für versteckte Botschaften, die im Unterbewusstsein immer aufgenommen werden und die eben Vertrauen entweder fördern oder auch zerstören können. Und die spannende Frage ist, gelingt es der Führungskraft, dieses Vertrauensverhältnis hochzuhalten? Hat sie den Mut, auch da wieder den Mut, Vertrauenskapital Vorschuss zu leisten, den Mitarbeitern gegenüber und einfach das auch in der Kommunikation auszudrücken und das in der Kommunikation auch zu zeigen, sowohl beim Sprechen, in der Kommunikation über Sprache, aber auch im, wie gehe ich miteinander um. Da ist wieder das Thema Wertschätzung angesagt. Mhm. Gut, dann würde ich erstmal noch gerne kurz, bevor wir vielleicht mal in so den Teilnehmern die Möglichkeit geben, direkt Fragen und ihre eigenen vielleicht Wünsche in diesen Web-Talk mit einzubringen, würde ich gerne noch kurz meine Thesen für dieses Thema vorstellen, von denen ich aus meiner Erfahrung glaube, dass wir gut beraten sind, wenn wir uns das mal anschauen. Also zum einen behaupte ich, 99% aller Probleme haben ihre Ursache in der Kommunikation. Und das impliziert eigentlich, wenn man dem zustimmen kann, dass man auch mit Kommunikation 99% aller Probleme lösen kann oder vielleicht sogar dafür sorgen kann, dass die Probleme erst gar nicht entstehen. Also Kommunikation ist ein ganz wesentlicher Schlüssel für Erfolg, für ja auch Freude und Glück im Leben, aber auch in der Arbeitswelt. Was ich in der Beratung feststelle, wir nutzen vorhandenes Potenzial und Talente in vielen Firmen einfach viel zu wenig und wenn, dann nur zufällig. Das hat auch sehr viel mit Kommunikation zu tun, weil ganz viele Führungskräfte ganz viel von ihren Mitarbeitern tatsächlich nicht wissen, weil sie nicht darüber sprechen mit ihren Mitarbeitern. Und dann wissen sie nicht, dass das Potenzial in dem Mitarbeiter da ist. Der Mitarbeiter sich vielleicht auch aus welchen Gründen, sind wir wieder beim Thema Vertrauen, auch nicht traut, das zu sagen. Oder es vielleicht auch nicht einbringen will, aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber das kann eine Führungskraft im Dialog alles herausfinden und dann für beide Seiten positiv einsetzen. Ja, weil der Mitarbeiter, wenn er das Potenzial hat und das Talent hat, wenn man ihm diesen Freiraum schenkt, dass er das leben kann, dann kann er natürlich viel mehr für das Unternehmen einbringen, als wenn man das nicht zutage fördert. Das heißt, auch der Mitarbeiter hat was davon, wenn er seine Potenziale und seine Talente im Unternehmen entfalten kann. Und die Führungskraft natürlich auch, weil sie dadurch Hilfe bekommt.
Auch das kriegen wir alles über den Dialog heraus, aber auch das bedeutet Mut, weil wenn ich mit dem Mitarbeiter darüber spreche, kann das auch am Ende vielleicht dazu führen, dass der Mitarbeiter nicht mehr auf dieser Position, sondern vielleicht auf einer ganz anderen viel besser aufgehoben ist. Und dann gibt es eben auch da wieder Veränderungen, die ich als Führungskraft organisieren und begleiten darf. Über das Thema Vertrauenskapital habe ich ja schon gesprochen. Also ich glaube, wir tun gut daran, dieses Vertrauenskapital im Vorfeld einzusetzen. Das ist im Prinzip eine Aussaat und in der Regel, das ist zumindest meine Erfahrung, Ausnahmen gibt es immer, aber in der Regel bekommt man das auch als Ernte vielfältig wieder, wenn man den Mitarbeitern Vertrauen gegenüber zeigt und ihnen erstmal diesen Vertrauensvorschuss gibt, damit sie überhaupt in die Handlung kommen können, wenn sie etwas Neues machen sollen, wenn sie etwas ausprobieren sollen, wenn sie mal ja, einfach mal vielleicht auch eine andere Meinung haben, kann es manchmal sinnvoll sein, einfach mal den Mitarbeiter auch mal mit seiner eigenen Meinung laufen zu lassen, weil der hat ja vielleicht durch seine Erfahrung in einem ganz speziellen Segment vielleicht eine sehr gute Idee, die die Führungskraft gar nicht eindeutig bewerten kann. Also manchmal macht es einfach Sinn, die Mitarbeiter auch mal laufen zu lassen, aber immer schön im Dialog zu bleiben, um halt immer mitzubekommen und im Zweifelsfall auch dann einfach gemeinsam zu schauen, was entwickelt sich da eigentlich. Und was wir in ganz vielen Unternehmen leider auch ganz wenig haben, ist wirkliche Begeisterung. Und die Begeisterung fehlt nicht nur bei den Mitarbeitern, sie fehlt insbesondere in den oberen Ebenen, bei den Führungskräften, manchmal sogar beim Unternehmer. Und wenn der nicht mehr von dem begeistert ist, was er da tut, dann sehen wir das im gesamten Unternehmen und das sehen wir auch in der Kommunikation. Ich bin ganz häufig in Beratungen in Unternehmen unterwegs, wo ich sage, okay, ich setze mich mal in ein Meeting und höre erstmal nur eine Viertelstunde zu. Ich sage gar nicht viel und schaue mir einfach nur mal an, wie da miteinander kommuniziert wird. Und dann sieht man schon an ganz, ganz vielen Stellen, wo der sogenannte Hase im Pfeffer liegt. Da braucht man gar nicht großartige Analysen zu machen. Das hört man schon, wenn man genau hinhört, hört man schon, wo eigentlich die Probleme zu suchen sind. Und da kann man, wenn denn alle tatsächlich bereit sind, sich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen oder auch selber bereit sind, sich zu verändern, kann man da wieder Begeisterung schaffen. Und wenn auf der Ebene des Unternehmens, wenn auf der Ebene der Führungskräfte wieder Begeisterung da sind, schafft man auch Begeisterung bei den Mitarbeitern und dann wird alles einfacher, leichter, erfolgreicher, schneller und es entstehen einfach Dinge, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Und das, was ich in den letzten Monaten eben sehe, und das ist dann die letzte These hier für diesen Web-Talk, ist einfach, dass wir eine echte Form von mehr Bewusstsein brauchen. Jetzt ist ja dieser Begriff von Selbstbewusstsein zum Teil ein bisschen in unserer Gesellschaft negativ geprägt, aber ich meine schon, dass es sehr sinnvoll ist, wenn wir uns unserer selbst, also unserer eigenen Talente, unserer eigenen Potenziale, auch unserer Dinge, die wir selber vielleicht nicht so gut können, wirklich bewusst sind und das akzeptieren, dass es so ist und das in unser Leben so einbauen, dass wir eben unsere Potenziale, unsere Talente entdecken, auch die unserer Mitarbeiter entdecken und dann fördern. Dann können wir relativ schnell, relativ einfach, leicht, mit Erfolg einfach und auch gemeinsam mehr erreichen. So, jetzt würde ich gerne erstmal die Teilnehmer bitten, dass sie vielleicht einmal ihre Themen, die sie sagen, okay, das würde mich jetzt mal brennend interessieren, noch kurz hier mit einstellen, bevor wir in dem normalen Kontext einfach weitermachen. Gerne einfach nur ein Stichwort, ne? Dann geht das Ganze auch schneller. Noch ist Chat, es geht los. Wettbewerb des Eintragens in den Chat. Mal gucken. Interaktiv, ja. Sie lesen es ja, ne, Herr Bitter? Ja, ich lese so. Also dann gehen wir mal direkt auf die erste Frage an. Was tun, wenn die Führungskraft das nicht verstehen kann oder will? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also eins ist aus meiner Sicht relativ eindeutig. Es ist relativ aufwendig, ich sage nicht unmöglich, aber ich sage, es ist relativ aufwendig, ein Unternehmen von unten nach oben zu transformieren. Wenn der Unternehmer oder die
Führungskräfte eines Unternehmens, ich sage jetzt mal, mauern, dann wird es für die Mitarbeiter relativ schwer, da was zu bewegen. Aber es ist nicht unmöglich. Es geht ganz einfach dadurch, dass man selber einfach das, was man haben möchte an Dialog und so weiter, immer wieder und ganz penetrant selbst lebt. Und irgendwann, sage ich jetzt mal so, knicken die Führungskräfte dann ein. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn sie merken, dass die Mitarbeiter, die Belegschaft, das Team diesen Dialog einfordert, dann werden irgendwann die Führungskräfte dem nachgeben. Und wenn sie es einmal gemacht haben, sehen sie relativ schnell, welchen Sinn das hat und welchen Erfolg das bringt, wenn sie es tun. Und dann hat man eigentlich das Eis gebrochen. Also man kann als ich sage jetzt mal, Mitarbeiter oder Teammitglied, wenn man seinem Teamleiter oder seiner Führungskraft, unterstellt, dass sie das nicht erkennen will oder vielleicht auch nicht erkennen kann, dann geht es einfacher, wenn man ihr das vorlebt und wenn insbesondere das Team in sich und unter sich es einfach macht. Und dann wird die Führungskraft sich anpassen. Da kommt fast dann gleich die nächste Frage dazu. Zwischendurch, es müsste jetzt eigentlich, müssen die Chat-Einträge wieder zu sehen sein, wenn die Frage da einfach mal kurz in den Chat reinschreiben. Der Chat wird dann in der Aufzeichnung, der Webtalk wird ja aufgezeichnet, kann später nochmal angeschaut werden, dann nicht wiedergegeben aus datenschutzrechtlichen Gründen. Aber es müssten jetzt eigentlich die Chats wieder zu sehen sein. Warte mal kurz einen Moment. Nee, nur die eigenen Beiträge. Okay, dann Herr Belloff, wenn Sie so lieb sind, einfach immer die Frage dazu vorlesen. Die nächste ist, das mache ich dann gleich, passend, wie kann ich Einfluss als Trainer, Berater nehmen auf die Führungskraft? Diese Frage muss man im Kontext sehen. Jetzt ist ja die Frage, wer hat den Trainer und den Berater mit welcher Intention beauftragt? Wenn der Unternehmer oder eine relativ, ich sage jetzt mal, hohe Stelle, es kommt ja ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an, es ist ein Unterschied, ob ich mich in einem Unternehmen aufhalte mit 10 oder 15 Mitarbeitern oder ob ich in einem Konzern unterwegs bin, wo es Konzernstrukturen gibt. Aber wenn ich einen Auftrag habe, die Kommunikation im Unternehmen zu fördern, die Zusammenarbeit zu verbessern, Teambuilding zu machen und habe diesen Auftrag, habe ich ja eine Legitimation, diese Themen anzusprechen. Und dann gibt es natürlich viele Methoden, die dann sehr individuell auf den aktuellen Sachverhalt auch angepasst werden und ausgewählt werden können, wo ich dann im Team oder auch mit einer einzelnen Führungskraft das bearbeiten kann. Aber dann muss ich als Trainer, als Berater auch den Auftrag dazu haben. Habe ich ihn in meinem Auftrag nicht bekommen und stelle aber fest, so mache zumindest ich es, und stelle fest im Laufe der Beratung, vielleicht über ein ganz anderes Thema, dass da Themen sind, die mit einer einzelnen oder auch einer Gruppe von Führungskräften bearbeitet werden sollten, damit wir in Summe weiterkommen, dann spreche ich das mit meinem Auftraggeber ganz offen an. Und das führt auch schon mal dazu, dass man einen Auftrag abbricht. Wenn der Auftraggeber sagt, nein, das Thema wollen wir nicht bearbeiten, dann darf man als Trainer auch das eben keine Wertschätzung der Führungskraft den Mitarbeitern gegenüber gebracht wird oder dass die Kommunikation einfach untereinander schlecht ist und man darf das Thema nicht bearbeiten, dann darf man, vielleicht muss man sogar als Trainer, Berater und Coach dann hingehen und den Auftrag beenden und sagen, okay, dann können wir euch tatsächlich nicht wirklich helfen, wenn ihr diese grundlegenden, schwerwiegenden Probleme im Unternehmen nicht lösen wollt. Ja, da passen dann, um auf die anderen Fragen noch kurz einzugehen, Herr Belloff, weiter unten zwei Fragen, ich lese mal vor. Einmal, bei Führungskräften mit persönlichen Defiziten sehe ich große Schwierigkeiten, da diese persönlichkeitsbedingt sind. Und die andere Frage, Menschen kommunizieren meist gemäß ihrer Persönlichkeitsstruktur, das Thema auf der Bühne stehen wollen, Recht haben wollen und so weiter. Hier greifen Kommunikationsregeln oft zu schwach, oder? Wie weitergehend intervenieren? Vielleicht, wenn Sie das beides zusammenfassen. Ja, also ich sehe es so, dass natürlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung in Unternehmen gerade in der Zukunft eine Riesenrolle spielen wird. Unternehmen, die das verstehen, dass die Persönlichkeitsentwicklung essentiell ist für den Erfolg eines Unternehmens und das auch entsprechend fördern, die werden einen Weg finden, und das ist in jedem Unternehmen ganz individuell, weil das auch sehr viel damit zu tun hat, wie es die
Unternehmenskultur, über welche Persönlichkeit sprechen wir jetzt auch gerade, wie kriege ich das hin? Da ist eben die für die Personalentwicklung Verantwortlichen sind natürlich gefragt, hier passende für das Unternehmen, aber auch für die Personen, für die betroffenen Menschen geeignete Wege aufzuzeigen und das auch mit den Mitarbeitern wieder im Dialog zu besprechen. Da haben wir wieder, es kommt immer wieder dahin, das kann man alles nur sinnvoll im Dialog lösen, also miteinander sprechen, viel miteinander sprechen. Und natürlich, wenn jetzt eine Führungskraft das nicht kann oder nicht will, dann ist eben die Frage, das meine ich relativ ernst, so hart das klingt, dann ist halt die Frage, ist sie wirklich eine Führungskraft? Also um einfach das zu erweitern, vielleicht noch, weil wir auch über Wahrnehmen und Wertschätzung gesprochen haben, überhaupt erstmal wahrzunehmen, was da passiert oder nicht passiert, ne? Also da ist meine Erfahrung nach, es war ich ganz hilfreich, sich über welches Modell auch immer, DISC, Insight, gibt es ja viele, Living Map, sich selber bewusst zu werden, Bewusstsein, ne? Sich selbst bewusst zu machen, wie kommuniziere ich und wie kommuniziere ich eventuell nicht. Und das auch mit den Kollegen, den Mitarbeitenden zu machen, um dann einfach besser zu verstehen, warum etwas so funktioniert oder weniger. Das könnte ja vielleicht noch eine Variante sein, vorausgesetzt, vielleicht noch zu dieser Einfrage weiter oben. Ist der Mittelstand dazu bereit? Gibt er tatsächlich Geld dafür aus? Ja, das kostet ja alles natürlich Geld. Das Training, aber auch das Persönlichkeitsprofil und so weiter. Was ist da Ihre Erfahrung, Herr Bellow? Also ich kann ja nur von den Erfahrungen sprechen, wo ich jetzt tatsächlich auch sagen wir mal in den Unternehmen als Berater und Coach unterwegs bin. Und da kann ich nur feststellen, es gibt immer mehr Unternehmen, die verstehen, dass die Beschäftigung mit den Menschen im Unternehmen, die ja das wertvollste Kapital überhaupt sind, weil sie diejenigen sind, die eigentlich die Wertschöpfung erarbeiten, dass die Beschäftigung mit dem Thema der Menschen einen immer höheren Stellenwert gewinnt und dass immer mehr Firmen bereit sind, da Geld zu investieren. Und das sind dann am Ende auch die Unternehmen, die erfolgreicher sind wie andere. Das ist nicht immer so, es gibt immer Ausnahmen, aber im Schnitt würde ich einfach mal aus meiner Erfahrung sagen, die Unternehmen, die verstanden haben, dass das größte Kapital im Unternehmen der Mensch ist, die arbeiten auch mit ihren Mitarbeitern daran, dass sich jeder Einzelne weiterentwickeln kann. Und da sind auch die Führungskräfte in einem eigenen Bewusstsein, dass sie sich eben genau damit beschäftigen, sich erstmal mit sich selbst, wer bin ich eigentlich überhaupt, wie funktioniere ich eigentlich überhaupt, was sind eigentlich meine Kommunikationsverhalten, die positiven genauso wie die negativen, ist gut, wenn man die kennt und wenn man damit umgeht und auch weiß, wie man selber auf die anderen wirkt und sich dann aber auch damit beschäftigt als Führungskraft, wie funktionieren denn eigentlich meine Mitarbeiter oder in einer Sandwich-Position der Führungskraft, wie funktionieren die Kommunikation, wie muss die nach, ich sage jetzt mal nach unten, ich mag dieses unten und oben nicht so sehr, aber dann weiß jeder, was gemeint ist, also wie muss die Kommunikation nach unten aussehen und wie muss die Kommunikation nach oben aussehen, da muss ich mich auch und darf ich mich auch damit beschäftigen, wie sieht eigentlich das Bewusstsein meiner Führungskraft aus und wie kann ich da drin vermitteln und das ist echte Arbeit einer Führungskraft, sich damit zu beschäftigen. Und das ist auch durchaus meine Erfahrung. Danke dafür, Herr Bellow. Und es gibt ja alle 2 Jahre die Reports immer wieder neu und Studien, die zeigen, wie teuer es letztlich ist, darauf zu verzichten, sich damit auseinanderzusetzen, wenn eben die Führungskräfte zu wenig kommunizieren, dass es dann eben zuerst zu inneren Kündigungen kommt der Mitarbeiter und dann zur tatsächlichen. Und was das alles kostet, ist im Regelfall im verantwortlichen Unternehmen hoffentlich auch bewusst und machen sich das auch bewusst, um damit weiterzuarbeiten. Vielen Dank für die Antworten und vielen Dank auch für die Fragen in die Runde. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Was kommt noch? Ja, ich liebe ja immer, da so ein bisschen mehr auf die realen Fragen auch der Leute dann noch einzugehen. Und dann, wenn dann ein paar Folien keine Bedeutung oder keine Zeit finden in so einem Web-Talk, ist das aus meiner Sicht gar nicht so dramatisch. Es gibt eine Folie, die würde ich gerne noch zeigen, auf die blätter ich mal schnell vor. Das ist zum einen diese hier, weil ich glaube, dass da ganz viel unterschätzt wird in der Kommunikation, gerade im Unternehmen. Also aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung ist es so, dass Kommunikation eben
im Prinzip 7 große Einflussfaktoren hat, also neben denen, die wir ja alle klassisch kennen und die wir, glaube ich, jetzt auch hier nicht diskutieren müssen. Aber wir haben ja nicht nur eben diese Nachricht, also die Information, die Botschaft, den Inhalt, um das, was es geht, sondern wir haben in jeder Kommunikationssituation eben unterschiedliche Einstellungen, Emotionen und Gefühle aller Gesprächsteilnehmer. Und zwar genau in diesem Moment, im Hier und Jetzt. Und das wird ganz häufig unterschätzt, was das macht. Weil wir manchmal in der Kommunikation, sagen wir mal, das gleiche Thema besprechen mit den gleichen Leuten, mit den gleichen Fakten, aber in einer anderen Situation einfach. Also alle Beteiligten, in der Kommunikation beteiligten Personen haben in diesem Augenblick, aus welchen Gründen auch immer, was die letzten 10, 20 Minuten vorher passiert ist, Emotionen und Gefühle mit in diese Kommunikationssituation gebracht, die diese Kommunikation beeinflussen. Und es macht eben Sinn, sich das bewusst zu machen. Und wenn man kann, das positiv zu beeinflussen, nicht negativ gemeint beeinflussen, sondern einfach dafür zu sorgen, dass negative Emotionen, negative Gefühle abgeholt werden und dass man die energetisch wegparkt, ja, dass die nicht so eine große Rolle spielen in der Kommunikation. Und was auch ein Riesenthema in ganz, ganz vielen Unternehmen ist, sind die Räume. Und zwar Räume kann man ganz unterschiedlich sehen. Räume sind nicht nur der physikalische Raum, in dem ich mich befinde, der spielt natürlich auch eine Riesenrolle für die Kommunikation. Also ist es da drin warm? Ist es da drin angenehm? Wie sind die Farben? Wie ist die Akustik? Wie ist das Licht? Das spielt alles eine riesengroße Rolle. Da gibt es ganz, ganz viele Studien drüber. Habe ich ein eigenes Seminar dazu auch gemacht. Wie müssen Räume gestaltet werden, damit am Ende die Kommunikation darin erfolgreich ist? Bis hin zur technischen Ausstattung. Das spielt alles eine ganz, ganz große Rolle. Und je nachdem auch, über welches Thema und welches Ziel eine Kommunikation halt eben hat, spielt eben Format, Methode und Tool auch eine Rolle. Ich kann halt bestimmte Dinge über ein bestimmtes Format, über eine bestimmte Methode besser transportieren und auch besser, wieder um den Dialogbegriff zu bemühen, besser im Dialog bearbeiten als andere Themen. Ja, da könnte man jetzt allein darüber, könnte man wahrscheinlich einen halben Tag sprechen. Auch gerade in Zeiten von Digitalien, ne, da haben wir gerade natürlich Zusatzherausforderungen. Nur eine Nebenbemerkung, so wie es jetzt aussieht, wird am 8. Mai das Barcamp, das im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung Gabal e.V. geplant ist, in Mainz, dann eben auch virtuell digital stattfinden müssen, online. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Und die Mitgliederversammlung auch, das wird dann ein neues Erlebnis werden. Aber das entscheidet der Vorstand in gut einer Woche. Und dann werden die Gabalisten natürlich informiert, wie das aussehen wird. Das ist eben dann auch eine Frage des Formats und der Methode. Aber wir haben noch andere Aspekte. Genau. Ja, wobei gerade diese Format und Methode jetzt natürlich in Zeiten des Homeoffices eine Riesenrolle spielt. Also telefoniere ich mit den Leuten, mache ich einen Videocall über welches Tool auch immer und so weiter, spielt natürlich eine Rolle. Und da möchte ich ganz kurz vielleicht auch aktuell drauf eingehen, weil ja viele momentan Videocalls machen. Vielleicht 1-2 Tipps, was da wichtig ist. Wichtig ist eine vernünftige Ausleuchtung und einen aufgeräumten Hintergrund. Und sich bewusst machen, dass alle in der Kommunikation, also wenn wir jetzt in so einem Videocall mit 20 Teilnehmern sind, ungeahnt viel mehr die Gesichtszüge beobachten, eines jeden einzelnen Teilnehmers, der da mit dabei ist, als wir das in einem Präsenzraum jemals haben, weil wir alle immer in alle Gesichter gucken können. Das können wir normalerweise, wenn wir in einem Besprechungsraum sitzen, nicht. Dann gucken wir meistens 3 Leuten von hinten auf die Schulter, wenn die nach vorne schauen. Und wenn die was sagen, können wir denen ganz selten ins Gesicht gucken, je nachdem, wie die Räume gestaltet sind. Aber in so einem Videochat sehe ich alles. Und das ist wichtig für den, der spricht, aber insbesondere wichtig für die, die zuhören, weil die anderen sehen genau, höre ich da jetzt genau hin oder bin ich mit meinen Gedanken woanders? Und stimme ich dem zu oder nicht? Also da spielen eben diese nonverbalen Dinge, Mimik und Gestik, die ja auch in diesem Kuhn-Teilkreis gleich noch kommen, eine ganz, ganz wesentliche und viel, viel wichtigere Rolle, als wenn ich live irgendwo mit Personen in einem Raum bin. Absolut, ja. Ja, und da machen sich ganz viele keine Gedanken drüber und wundern sich dann über ein schlechtes Kommunikationsergebnis. Auch darüber und dafür gibt es ja eigene Seminare. Ja, vielen Dank auch dafür. Persönlichkeitstyp hatten wir auch schon angesprochen, verbales Dito.
Historie Vorurteile, ist da vielleicht noch ein Wort zu sagen? Genau, da das ist auch etwas, was aus meiner Wahrnehmung in vielen Gesprächssituationen im alltäglichen Leben ein bisschen untergeht, sich darüber kurz im Klaren zu sein, bevor man in die Kommunikationssituation reingeht, wie ist eigentlich meine Beziehung zu jedem Einzelnen in dieser Kommunikationsrunde, wenn es nur zwei sind und in einem 1:1, ist es relativ einfach, da muss ich mich nur mit einer Person auseinandersetzen. Wenn ich aber in ein Team-Meeting mache mit 6, 7 Leuten, dann ist schon wichtig zu wissen, wie ist die Beziehung der einzelnen Leute im Team untereinander und wie ist die Beziehung von jedem Einzelnen zu mir selbst und von mir zu ihm oder zu ihr. Und das ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil auch das in der situativen Kommunikation einfach eine Riesenrolle spielt, weil das nämlich wieder unsere Wahrnehmungsfilter einstellt in der Kommunikation. Und wenn ich jetzt mit jemand schon dreimal ein für mich gefühlt schlechtes Erlebnis gehabt habe, gehe ich in der Kommunikation mit der Person mit ganz anderen Wahrnehmungsfiltern rein, als mit einer Person, wo eben die letzten drei Zusammenkünfte positive Erfahrungen waren. Und dann spielen plötzlich Fakten eine viel, viel kleinere Rolle, sondern dann geht es einfach nur noch um diese Gefühle und diese Emotionen, die wir zumindest in den vergangenen Jahren versucht haben, aus den Unternehmen ja weitestgehend zu entfernen. Das sollte ja immer alles sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben sein. Und die Personen und Menschen, die da viel Gefühl, mit viel Gefühl unterwegs waren, dann ist einfach das Problem da, wenn wir die alle wegschieben, dann fehlt es auch. Und das Unterdrückung oder Unterdrücken von solchen Beziehungsproblemen, sage ich jetzt mal, führen einfach nur zu einer negativen Energie, die sich in der Regel auch in einem schlechten Kommunikationsergebnis widerspiegelt. Was auch zeigt, danke dafür, dass das alles hier in diesem Regelkreis eng miteinander zusammenhängt. Bevor wir, Herr Bellhoff, dann gleich noch auf ein Goodie kommen, das Sie haben, und auf eine Frage noch eingehen, die gerade gestellt wurde, erlaube ich mir jetzt mal ganz kurz doch zurückzuspringen auf die zwei anderen Folien, dass die mit erkennbar sind, dann für die Aufzeichnung nachher. Wer immer sich damit beschäftigen will, dann ist es damit drin, ne? Ja. So, jetzt gehen wir da weiter. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, hier ist eine Frage, ist das Video, also auf die formatbezogen offenbaren Methode, ist das Videobild wirklich förderlicher als nur ein Standbild? Oft sind das nur Wackelbilder, ohne Video konzentriere ich mich mehr auf das Gesagte, oder sehen Sie das nicht so? Ich glaube, das hat einfach was mit Thema, Situation und Kenntnis untereinander zu tun, oder? Ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mit Leuten, mit denen ich jetzt 10 Jahre schon eng zusammengearbeitet habe, jetzt, sagen wir mal, in so eine Homeoffice-Situation komme, oder ob ich halt in einen Videochat einsteige mit Personen, die ich nicht kenne. Was ich nur sagen kann, man kann ja immer nur, Situationen kann man ja immer nur für sich selbst beeinflussen und ändern im Wesentlichen. Wir glauben immer, wir können die anderen ändern, aber wir müssten denen Vorschriften machen. Ich kann nur empfehlen, wer in Videokonferenzen viel unterwegs ist, jetzt im Homeoffice, dafür zu sorgen, dass er einen vernünftigen Arbeitsplatz hat, der dafür taugt. Bedeutet, einen vernünftig aufgeräumten Hintergrund, eine vernünftige Ausleuchtung, eine entsprechende Videokamera zu benutzen und eben dafür zu sorgen, dass das Videobild sauber ist, dass es scharf ist. Und dann mache ich einen professionellen Eindruck. Und das ist nicht zu unterschätzen. Das Unterbewusstsein unserer Gesprächspartner nimmt das alles wahr und interpretiert das alles. Ob das Bewusstsein das zur Kenntnis nimmt, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber das Unterbewusstsein nimmt das alles zur Kenntnis und wertet das alles aus und interpretiert das alles. Das heißt, wenn ich wahrgenommen werden will als ernstzunehmender Gesprächspartner, sollte ich auch dafür sorgen, dass mein Umfeld einfach gut ist. Das hat auch was mit dem Raumempfinden zu tun. Also optimal wären natürlich Lernräume, die dann alle integrieren. Das ist ein deutlich höherer Aufwand. Aber was Sie sagen, ist ja neurowissenschaftlich, also von der Hirnforschung ganz klar auch so bewiesen, dass wir es schaffen müssten, die Ziele Sinne zu adressieren, ihn einzubeziehen und das hinzukriegen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, die Fragen sind im Sinne aller gut beantwortet. Und lassen Sie uns eben hüpfen. Wir haben noch einen Aspekt und dann den Abschluss und das Goodie, Herr Bellhoff. Ja, also nochmal, ich möchte es nochmal betonen. Also bitte Mut haben, in den Dialog einzutreten, die Meinung eines anderen erstmal versuchen zu verstehen. Also heißt hinhören statt zuhören. Erläutere ich nur mal ganz kurz. Zuhören heißt für mich,
Ich höre zwar, was der sagt, überlege aber schon, was ich antworten will. Und hinhören heißt für mich, ich höre zu und versuche zu verstehen, was er mir eigentlich sagen möchte. Das ist für mich so der wesentliche Unterschied zwischen hinhören und zuhören. Und dazu braucht es Mut. Einfach, und den Mut kann ich nur ermuntern, diesen Mut zu leben und den Mut auch weiterzutragen. Und da ja hier viele Trainer, Berater unterwegs sind in den Unternehmen, ermutigt auch in euren Trainings, in euren Coachings einfach die Leute dazu, mehr miteinander offen zu sprechen und einfach den Raum, die Zeit auch einfach zur Verfügung zu stellen, damit man mehr in den tatsächlichen Dialog kommen kann. So, als Goodie kann ich noch was empfehlen. Ich bin dabei, ein Online-Webinar zu machen. Das soll im Spätsommer rauskommen. Und da wird es eine Beta-Phase geben davor. Und da kann ich allen Teilnehmern hier, auch denen vielleicht, die sich dann später die Aufzeichnung anschauen, anbieten, dass sie kostenloser Beta-Tester werden. Da gibt es dann im Prinzip nur eine kleine Bedingung. Das wäre nämlich ein ehrliches Feedback anschließend zu dem Webinar mir zukommen zu lassen. Das wäre die einzigsten Kosten, die da entstehen. Und wer daran interessiert ist, kann mir gerne eine E-Mail schreiben oder über den Gabal Verlag sich auch melden. Dann kommt die Information schon zu mir. Das Thema von diesem mehrteiligen Online-Webinar wird sein: Transformation durch Kommunikation und Selbstbewusstsein. Und da werde ich vieles von dem, was wir heute mal nur so ganz oberflächlich angerissen haben, viel mehr auch in der Tiefe bearbeiten können. Ganz wunderbar, Herr Bellof. Die E-Mail-Adresse steht jetzt da nicht, aber Sie können sie ja vielleicht kurz wenn wir es jetzt in den Chat schreiben, dann ist das auch weg. Also sie heißt ganz einfach, ich lese sie vor aus der Mail, andreas.bellof@dialogkultur.biz. Genau. Das heißt aber, wenn ich auf die HTTPS Dialogkultur.biz gehe, dann werde ich da ja auch die E-Mail-Adresse finden. Genau, da gibt es auch. Genau, da gibt es Kontakt aufzunehmen. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war quasi ja schon sowas wie ein Schlusswort. Jetzt die Frage an die Runde. Einer hat schon geantwortet, die nächste Antwort kommt. Wie zufrieden sind wir jetzt am Ende des Web-Talks, der Dreiviertelstunde? Da kommen schon sehr positive Infos. Wer das nicht lesen kann, danke, ist da sehr klar und engagiert. Das war klasse, vielen Dank. Das liest man doch gerne, Herr Bellof, ne? Das freut mich. Das ist nochmal jetzt die Sonne aus dem Monitor, da ich ja draußen nicht in der Sonne sitzen konnte, nehme ich das jetzt als Sonnenstrahlen aus dem Monitor für mich auf. Finde ich toll. Ach, war schön. Danke für den Impuls. Sehr interessant. Tolle Impulse. Schönen Dank, werde weiter dabei sein. Naja, meint vielleicht gleich die Beta-Phase. Danke für den Input in diesen arbeitsleeren Zeiten. Schau an, auch das. Und es kommen noch ein paar mehr Antworten. Die nehmen wir auch noch wahr und wertschätzen sie. Das ist ja sehr erfreulich. Und meinerseits vielen Dank an Sie, Herr Bellof, und vielen Dank auch an die Teilnehmenden, die ja auch sehr konkrete Fragen gestellt haben. Danke, tschüss und schönes Wochenende. Ja, stimmt, das kommt ja auch. Vielen Dank, war sehr gut. Vielen Dank, interessante Aspekte und Aufbereitung. Oh, danke, Erna. Danke euch beiden. Das ist doch auch nett. Danke für die tollen Anregungen, schöne Zeit und bleiben Sie gesund. Ja, das ist etwas, was ich auch abschließend meinerseits noch sagen möchte. Vielen Dank, Herr Bellof, und an alle gesund bleiben. Ich schreibe jetzt in meinen E-Mails immer so ein bisschen Augenzwinkern, holzbohrisch, gesund bleiben. Und das wünschen wir uns allen und gutes Gelingen bei allem, was jeder und jede so tut. Alles Gute und bis wieder und herzlichen Dank, Herr Bellof. Ja, ich bedanke mich auch nochmal für die guten und Fragen auch und insbesondere jetzt natürlich für das tolle Feedback. Vielen, vielen Dank dafür und auch vielen Dank an Sie, Herr Reiter, für die Moderation und die ja einfach den unkonventionellen Umgang mit unseren technischen Schwierigkeiten, den wir hatten. Ich kann das nur nochmal betonen, das ist auch jetzt in diesen Zeiten einfach wichtig, dass wir einfach mit solchen Situationen flexibel umgehen. Das hilft uns allen. Und nicht drüber aufregen, wenn was ist, sondern einfach das Beste draus machen, finde ich toll. Vielen Dank. Vielen Dank dafür auch an Sie und an diese Doppelleitung. Ich beende das Webinar jetzt und wünsche ein schönes Wochenende und tschüss. Ja, tschüss.